Das ist der Hafer- und Bananenblues. Das ist das, was jedes Pferd haben muss. Hallo, hier ist der Pferdepodcast, unterstützt von Jutta, der kostenlosen App für Reiter und Ställe. Und schwupps, es ist schon wieder Ende der Woche und Zeit für die Mini-Ausgabe des Pferdepodcasts, der Teaser auf die Sendung am Montag. Jenny, es ist zu niedlich, AC/DC ist verliebt. Er hat sich schon wieder umentschieden, er hat schon wieder andere Damen am Wickel. Ehrlich? Ja. Das war so ein niedliches Foto, was wir gepostet haben, wie er da mit verliebten Herzchen in den Augen weil ich wollte fragen, wie heißt denn die Dame? Also es hat sich gar nicht... Ich weiß es gar nicht. Wie, du weißt es gar nicht? Ich weiß noch nicht mal, ob das ein Stutchen oder der Wallach war. Ich habe es vergessen. Er stand da zufällig angebunden, weil der Schmied da war. Okay. Ich habe jetzt gedacht, weißt du, so, na, dass wir quasi, also wir machen ja so die St. Georg-Themen des Pferdesports bei uns im Podcast, ob man auch so ein bisschen so in Sachen Bravo Horse gehen könnte, weißt du, so Foto-Love-Story, AC/DC, der dich anquatscht, können wir das mit der WG, muss das mit dem spanischen Alvaro sein, können wir nicht auch Emily nehmen oder wie auch immer die dann heißt oder Hottie the Lottie, weißt du, so. Lieber Dr. Sommer oder… Ja, Dr. Sommer. Liebes Dr. Sommer-Team. Ja, sowas. Und das so mit Foto-Love-Story noch irgendwie garniert, weißt du, dann gibt es so die Liebes, so das Liebesnest bei dir da hinten. Und es gibt den sozialen Brennpunkt in dem Stall mit der wohnsitzlosen Katze, die Drogen vertickt und so, weißt du, sowas. Also, es wird lustig bei uns in der Sendung am Montag, es wird aber auch sehr, sehr ernst. Wir sprechen über den schweren Herpesvirus-Ausbruch in Spanien und wir haben Dr. Susanne Müller als Gesprächspartnerin bei uns zu Gast. Sie ist vom Pferdegesundheitsdienst in Baden-Württemberg und sie wird darüber berichten, was dieser Herpesausbruch eigentlich für Reiterinnen und Reiter in Deutschland bedeutet. Schlimme Sache, was da passiert ist. Das ist richtig. Also man kann einen Herpesausbruch auch nur dann ermessen und das Drama, wenn man den in irgendeinem Ausmaß mal selber miterlebt hat. Das Schlimme ist, wenn der Erregerdruck so hoch wird, wie es jetzt in Valencia wohl der Fall ist, dann bleibt einem tatsächlich nichts weiter, als abzuwarten, wie schlimm es wird. Wir haben keine Möglichkeit, effizient therapeutisch einzugreifen, wenn die Infektion tatsächlich gesetzt ist. Und man kann da nur versuchen, durch begleitende Maßnahmen und durch gutes Management und durch intensivste Betreuung zu hoffen, dass man das einzelne Pferd retten kann. Und es ist auch nicht vorherzusagen, welches Pferd jetzt wie schwer erkranken wird. Es wird interessant sein, wenn die FEI die Aufklärung zu diesem Ausbruch tatsächlich so durchführt, wie das angekündigt ist. Es ist wichtig, dass das gemacht wird und es sind auch wichtige Informationen, die wir uns eigentlich erhoffen, die dann gesammelt werden können. Und zu guter Letzt sollte dieser Ausbruch, so schlimm er ist, zumindest das zur Folge haben, dass man sich grundsätzlich überlegt, an welcher Stelle man was besser machen kann. Sind deine Pferde gegen Herpes geimpft? Ja. Okay, auch darüber sollten wir sprechen. Wie läuft es generell eigentlich im Stall? Seid ihr eine gute Stallgemeinschaft? Ja, schon. Würdest du sagen, ein gutes Team? Ja. Also ich freue mich jeden Tag auf die Stunden im Stall. Das war nicht immer so, aber jetzt ist es so. Sehr gut. Wir werden nämlich auch noch sprechen über das Thema Teambuilding in einer Stallgemeinschaft. Und zwar mit einer alten Bekannten bei uns im Pferdepodcast, Professor Dr. Katrin Schütz. Und sie hat nicht nur gute Nachrichten für euch. Echt nett? Na, hör mal. Also so eine Gruppe, die durchläuft verschiedene Prozesse. Wenn ich jetzt bei euch an euren neuen Stall beispielsweise denke, seid ihr gerade in so einer Art Einstiegsphase wahrscheinlich. Das wäre das Forming. Das ist so eine Anfangsphase. Alle beschnuppern sich. Da sagt auch noch keiner so großartig, was einen stört. Alle sind noch so vorsichtig im Umgang miteinander. Es kann aber passieren, dass es demnächst vielleicht mal knallt. Der Und? Alles bereit für den Einzug des neuen Kätzchens? Ja, steht alles. Ich habe mich extra informiert, was ich für den Start brauche. Ein gemütlicher Schlafplatz, hochwertige Katzennahrung, viel Spielzeug, ist alles bestellt. Aha. Und woher wusstest du, was das Passende ist? Ich habe einfach auf felbi.de geschaut. Da gibt's ausgesuchte Artikel von Top-Marken aus den Bereichen Futter, Snacks und Accessoires und auch die passenden Themenwelten für Hund und Katz. Gibt da zum Beispiel einen Magazinartikel, ein Kätzchen zieht ein, heißt der. Da konnte ich genau nachlesen, was ich brauche. Das ist ja super. Dann finde ich bei felbi vielleicht sogar Tipps für das Reisen mit dem Hund.
Du weißt doch, dass Buschel bald mit auf Wanderung soll. Auf jeden Fall. Und noch besser, bei Felbi gibt es eine große Auswahl an Outdoor-Bekleidung, auch für dich, von beliebten Marken wie zum Beispiel Fjällräven, Bergans oder Derbe, für die nächste Gassi-Runde oder eben die nächste Wanderung. Ein richtiger Lifestyle-Online-Shop für dein Tier und für dich. Spare jetzt 20% bei deinem nächsten Einkauf auf felbi.de mit dem Code AUDIO20. Alles groß geschrieben, AUDIO20. Der Code ist auch auf alle Aktionen anwendbar, gültig bis 30. September 2024. Felbi, für die beste Zeit mit deinem Tier. Puff. Pferdepodcast. Am Montag die neue Folge, überall, wo es Podcasts gibt.